Hallo, in Excel hat man oft so richtig lange Listen und ein Problem, das man oft kriegt, ist, wenn man dann jetzt mit der Liste so runter scrollt oder rollt, verliert man die Überschriften oben. Das passiert auch bei ziemlich breiten Listen. Wenn man dann nach rechts weiterblättert oder rollt, dann verliert man auch die Inhalte von ganz links. Also zum Beispiel hier, ich wusste nicht jetzt, was von Stadtpreis, Türen und MINKW, zu welchem Auto gehören die. Ja, und deswegen gibt es in Excel eine nützliche Funktion, und die heißt Fenster einfrieren. Die kriegt man über Ansicht. Und die einfachste Art, wie man ein Fenster einfriert, ist so: Man muss sich erstmal überlegen, welche Zeile und welche oder Zeilen und welche Spalten oder Spalten sollen fix bleiben. Nehmen wir mal an, ich will jetzt, dass die erste Spalte, die erste Zeile hier und die ersten zwei Spalten will ich fixieren. Das heißt, ich klicke irgendwo unter dieser ersten Zeile und rechts von den ersten zwei Spalten, das heißt hier in dieser Zelle, und dann gehe ich über Ansicht, Fenster einfrieren, gleich den ersten Befehl Fenster einfrieren. Das heißt, alles, was jetzt über und links von meiner markierten Zelle liegt, ist jetzt fest, bewegt sich nicht mehr. Ja? Egal, wie ich mich bewege. Okay? Und wie man das wieder aufheben kann, ist wieder über Fenster einfrieren und Fixierung aufheben. Das heißt, immer nachdenken, was will ich festlegen? Und also wenn ich jetzt nehme, ich mache mal als zweites Beispiel, nehme an, ich will jetzt die ersten zwei Zeilen und die ersten drei Spalten festlegen. Das heißt, wo klicke ich hin? Ich klicke unter den ersten zwei Zeilen und rechts von den ersten drei Spalten. Da klicke ich rein und dann auf Fenster einfrieren. Einfrieren heißt, alles, was drüber und links von meiner Zelle liegt, wird jetzt festgelegt. Ja, und wie man das wieder aufhebt, ist über Fenster einfrieren, Fixierung aufheben.